In diesem Video wollen wir den Begriff der Binomialverteilung motivieren und definieren. Und dazu gucken wir uns ein Beispiel an aus dem Bereich, sagen wir mal, Biologie. Also es geht um eine ausgedachte Art. Und diese nenne ich die stochastische Maus. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, ob diese Maus sich zufällig entscheidet. Und da man jetzt einer Maus schlecht Fragen stellen kann, werden wir uns anschauen, ob sie ihre Wege zufällig entscheidet. Dann könnte man zusätzlich die Fragen stellen, biegt sie jetzt gleich wahrscheinlich links bzw. rechts ab? Und eine weitere vertiefende Frage wäre, ob diese Entscheidungen voneinander abhängen. Ein Experiment dazu kann man sich relativ leicht überlegen. Man könnte ein Labyrinth bauen. So, das wäre ein Experiment. Und dann lassen wir die Maus hier einfach durchlaufen und es könnte sein, dass wir zum Beispiel, oder dass die Maus einmal rechts von uns aus gesehen abbiegt, dann links, dann wieder rechts und dann hätten wir eine Folge von rechts, links, rechts und wieder rechts. Oder zum Beispiel könnte sein, dass die Maus nur links abbiegt. Auf jeden Fall hätten wir mit Hilfe unseres Experimentes Daten gesammelt. Und nun kommt natürlich die Frage, wie wertet man diese Daten aus? So, ich notiere mal noch hier die blaue Folge, das wäre links, links und die erste interessante Frage wäre, ob man aufgrund dieser Daten ablesen kann, ob die Entscheidungen voneinander abhängig sind, wenn sie schon vermutlich wahrscheinlich sind. Also wie würden die Daten aussehen, wenn die Entscheidungen zufällig und unabhängig sind? Und das führt uns jetzt zu dem ersten Begriff. Und zwar geht es ja um eine Abfolge von Entscheidungen, wo es nur zwei Möglichkeiten gibt. Und dann sprechen wir von einer sogenannten Bernoulli-Kette, benannt nach dem Mathematiker Jakob Bernoulli. Und diese Kette kann eine Länge haben. Allgemein nehmen wir die Länge n. In unserem Beispiel gibt es 1, 2, 3, 4 Entscheidungen, also haben wir die Länge 4. Und so eine Kette besteht aus n unabhängigen Bernoulli-Experimenten. Was ist ein Bernoulli-Experiment? Es sind Experimente, in denen es zwei mögliche Ergebnisse gibt und diese sind 0, in unserem Beispiel zum Beispiel links, und die zweite Möglichkeit wäre eine 1, in unserem Beispiel könnte das rechts sein oder das wäre rechts. Und dann gucken wir uns eine Bernoulli-Kette der Länge 3. Und es gibt ja wieder ein Mäuselabyrinth.
Und dort können die Mäuse verschieden abbiegen. So, mit P bezeichnen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir nach rechts abbiegen. Und in diesem Beispiel sagen wir, dass diese Wahrscheinlichkeit bei 1,5 liegt. Und dann gucken wir uns die zugehörige Verteilung an. So, dann haben wir eine Zahl k. Es soll gezählt werden, wie oft wir nach rechts abgebogen sind. Und dann gibt es folgende Möglichkeiten. Entweder sind wir überhaupt nicht nach rechts abgebogen, also einmal links, links und links, dann landen wir dort, wenn wir 0 mal rechts gegangen sind. Dann gibt es die Möglichkeit, dass wir einmal nach rechts abgebogen sind. Das wäre einmal dieser Weg, einmal nach rechts, dann links und links oder links, rechts, links oder links, links und rechts. Dann landen wir dort. Dann gibt es die Möglichkeit, dass wir zweimal nach rechts abbiegen. Das wäre dieser Weg, rechts, rechts, links bzw. rechts, links und rechts bzw. links, rechts und wieder rechts. Also zweimal rechts. Und die letzte Möglichkeit, dass wir nur rechts abbiegen. Rechts, rechts und rechts. Dann landen wir hier. So, hier machen wir eine Tabelle daraus. Und schauen uns die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir null mal nach rechts abgebogen sind, liegt bei 1/8. Es gibt nämlich die eine Möglichkeit dafür von insgesamt 8. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir einmal rechts abgebogen sind, davon gibt es 3 Stück. 3 Stück gibt es auch dafür. Drei Möglichkeiten gibt es auch dafür, dass wir zweimal nach rechts abgebogen sind. Und es gibt eine Möglichkeit dafür, dass wir dreimal nach rechts abbiegen. Und diese Verteilung hier würde Binomialverteilung heißen. Und diese Verteilung hängt ja auch von 2 Sachen ab. Einmal von der Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses rechts, rechts sollte es heißen, und natürlich auch von der Länge der Bernoulli-Kette. Deshalb spricht man hier von Parametern. Das wäre also die Binomialverteilung zu den Parametern 3 und 1/2. Und kurz schreiben wir ein B mit dem Index 3, Semikolon, 1/2. Das ist eine Kurzschreibweise für die Binomialverteilung zu den Parametern 3. Die erste Zahl, die kommt, beschreibt die Länge der Bernoulli-Kette. Und 1/2 ist die Wahrscheinlichkeit für ein Ergebnis 1. Wenn man das verallgemeinert, bekommen wir die Definition einer Binomialverteilung. Für die Binomialverteilung brauchen wir zuerst eine Bernoulli-Kette. Der Länge n. Und es soll 2 mögliche Ergebnisse geben. Einmal das Ergebnis 1. Und um das etwas kontextfreier zu
halten, spricht man nicht von links, rechts, sondern bei 1 spricht man, es ist ein Treffer. Und es gibt ein Ergebnis 0. Und dort spricht man von einer Niete. Und dann brauchen wir eine Wahrscheinlichkeit P, und das ist die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses 1. Manchmal sagt man dazu Trefferwahrscheinlichkeit. Wenn das gegeben ist, dann ist die zugehörige Wahrscheinlichkeitsverteilung die Binomialverteilung mit den Parametern n und p.